Hallo, ihr guten Damen und Herren, wunderschönen guten Tag. Wir befinden uns unter der Kathedrale von Kingsbridge, der Priorei so gesehen. Und ja, wir haben hier nichts mehr Großes zu melden, denn wir sind in der Kathedrale, beziehungsweise unter in der Krypta, die wir den aktuellen Ort auch sehen. Und so gesehen, in der Dunkelheit gibt es nichts, es gibt nur einen Sarkophag und der schelmische Überreste des heiligen Adolphus. Diese alten Kathedralen machen manchmal seltsame Geräusche. Nichts hier. Möge er in Frieden ruhen. Der Schutzpatron von Kingsbridge, beziehungsweise der Kathedrale von Kingsbridge, so rum, ne? Nichts zu sehen oder zu hören. Selbst wenn es Adolphus ist, er ist uns wohlgesonnen. Nichts. Was ist denn das hier unten? Oh Mann. Auch Ich dachte nichts. es mir. Da ist nichts. Hallo? What the fuck? Da ist doch irgendwas. Was? Was ist das? Ist das? Was ist das? Es ist von der Größe eines Kindes. Hallo? Eine Eule. Nur eine Eule. Nur eine Eule? Da werde ich immer wunderlich. Wie kommt die da eigentlich rein? Ja, wie kam sie hier rein? Das ist eine berechtigte Frage, die ich mir auch gerade stelle. Wie sollen hier noch reingekommen sein? Echt die also das Sarkophag und die Eule. Können wir den Stein hier hinschmeißen? Das bringt irgendwie nichts. Na gut. Wir gehen hier raus aus der Krypta. Wir haben sie doch gut ver... Nee, haben sie nicht mal verschlossen. Vater. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel, so wie im Himmel, auf Erden oder wie auch immer. Danke für deine Hilfe. Wie könnte ich es dir abschlagen? Du bist mein kleiner Bruder. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Das stimmt nun auch wieder. Ist unser kleiner, klitzekleiner Bruder. Die Kathedra. Ich kann dort nicht Platz nehmen. Das ist wohl wahr. Den vermissten Ritter, das ist irgendwie unausweichlich. Finden den nicht. Wäre nicht hier, wenn es die Kathedrale nicht gäbe. Sie ernährt uns. Kapitelhaus? Was wir uns fragen müssen, ist, kann der heilige Adolphus Kingsbridge in dieser dunklen Zeit noch beschützen? Prior James konnte er nicht retten. Seit der Blitz in der Kathedrale einschlug, war James nicht mehr er selbst. Wenn du mein Amt als Sakristan übernimmst, solltest du den Bischof um eine neue Reliquie bitten. Dann werde ich Subprior sein. Ich und der neue Prior werden dich unterstützen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sollten wir diese Dinge nicht vor Außenstehenden diskutieren. Philipp von Gwynedd. Mit dir wollte ich reden. Wie konntest du es wagen, Bruder Remigius Requiem zu stören? Ich fürchte, der Chor wartet auf mich.
Bleib, Bruder. Du kannst ruhig hören, was Philipp zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Ich bitte um Vergebung. Ich war überwältigt, als ich hörte, dass Prior James gestorben sei. Du solltest es besser wissen. Für St. John bist du bestimmt ein guter Prior. Aber hier folgen wir den Regeln. Regeln, naja, naja. Bruder Andrew, hast du von einem Ritter in Kingsbridge gehört? Abgesehen von denen, die Weihnachten zu Besuch kamen? Nein, wenn es einen offiziellen Gast gegeben hätte, dann wüsste ich es. Niemand hat in unserem Gästehaus genächtigt. Du hast von einem neuen Prior gesprochen? Die Wahl wird in ein paar Tagen abgehalten, wenn wir alle zum Kapitel zusammenkommen. Du hast von einem neuen Prior gesprochen? Die Wahl wird in ein paar... Aha. Naja, gut. Okay, nichts zu sagen. Lass uns unser Gespräch später fortsetzen. Natürlich. Ich habe noch einiges für die anstehenden Wahlen vorzubereiten. Leute zu schmieren, andere Sachen schmieren. Wir schmieren. Wir sind Menschen Gottes. Können wir nochmals hier hingehen? Nochmals. Ach, guck mal. Also nur noch irgendwo hier. Ja, was ist? Können wir mit dem anderen Herrn nochmals ohne Andrew sprechen? Oh Gott, warte mal kurz. Wir haben hier Bänke. Wir kommen hier zusammen. Die Pilger... Nein. Ich habe es gehört. Ganz sicher. Da war was. Er hat recht. Was ist los, Bruder? Sie wollen nicht singen. Es ist Adolphus. Da war gar nichts. Glaub mir. Ich habe es gehört. Ein Heulen aus der Krypta. Ich glaube, ich hab's auch gehört. Nein, ihr irrt euch. Es klang wie eine Peitsche, als geißle er sich. Das Ende aller Tage ist gekommen. Bruder Philipp, bitte, beweise ihnen, dass da unten nichts und niemand ist. Haben wir schon. Kein Grund zur Beunruhigung, Brüder. Adolphus ruht in Frieden. Es war nur eine Eule. Ich hab dir doch gesagt, da war nichts. Gott segne dich, Bruder Philipp. Ich wusste, dass ich was gehört habe. Jetzt seid still. Konzentriert euch und... Jodeli! Und übrigens, der Herr Kantor hier ist also natürlich Erik Range. Also, er hat ihn eingesprochen. Das höre ich einfach mal wieder. Naja. Hat auch eine Ehrenrolle bekommen, ne? Mal wieder. Und die Frage ist wieder... Wunderbar. Noch größer strahlen. Ist jetzt... Okay, die macht nichts anders. Oh, die macht immer noch coole Geräusche. Kommen wir nun mit den Schlüssel darauf. Ich bleibe hier auf große Höhen. Hätte ich auch gedacht. Oder nichts. Hätte ich auch nicht anders gedacht. Haben wir eigentlich unseren Bruder schon dazu befragt? Ich weiß gar nicht mehr. Brauchen wir nach. Philipp. Noch nicht. Ach, er ist natürlich unser Auftraggeber, so gesehen, ne? So. Haben wir die eigentlich auch schon dazu befragt?
Hast du einen Ritter in Kingsbridge gesehen? Du meinst, abgesehen von denen, die zum Weihnachtsfest hier waren? Nein, ich kann mich an sonst keinen Ritter erinnern. Ist in jüngerer Zeit ein Ritter nach Kingsbridge gekommen? Milius, gab es da nicht vor Weihnachten einen Toten? Ich weiß nicht, ob das ein Ritter war. Er wurde auf dem Friedhof bestattet. Auf dem Friedhof. Das war würdig und recht. Und dann auf zum Friedhof. Müsste denn eigentlich den der Ritter lebensfitten? Ist nur so eine Frage. Sag, ist vor kurzem ein Ritter nach Kingsbridge gekommen? Ein Ritter? Ein Ritter, ja. Er ist hier. Hier im Grab. Wer war er? Warum ist er tot? Bruder Paul hat ihn gefunden. Wo ist Paul? Da unten bei der Brücke. Friert sich die Nüsse ab, schätze ich. Er hat mit ihm geredet. Ich hab ihn nur begraben. Immerhin etwas, ne? Na, jetzt wissen wir. Das ist alles, was ich tue. Was hat der Ritter hier gewollt? Wollte wahrscheinlich vom Rand der Welt springen. Wie meinst du das? Hier gibt es doch nichts. Kingsbridge liegt am Ende der Welt. Hierher kommt keiner. Jetzt haben wir ja auch noch Wietz, ne? Oh, Der Ritter scheint nicht hier zu sein. Der Ritter scheint nicht hier zu sein. Nein, keine Spur vom Boten. Wer war das nochmal? Bruder Paul, ne? Aber hab ich's richtig gesehen. Nochmal. Bruder Paul. Wo ist... Da unten bei der... Da unten bei der Brücke? Der meint ja die hier. Na gut. Im Winter. Das muss ja arschkalt gewesen sein. Bruder Paul. Philipp. Autsch. Oh. Hier, Paul. Oh. Autsch. Ein heißer Stein. Wie gut von dir, Herr Philipp. Danke. Remigius sollte dir ein Feuer erlauben. Oder dich gar nicht erst hier sitzen lassen. Es macht mir nichts aus. Irgendwann wird der Winter schon enden. Philipp, wenn du je Probleme mit Remigius kriegen solltest, gib ihm auf jeden Fall eine Antwort. Schweig ihn nicht an. Anschweigen? Nichts macht ihn wütender als jemand, der ihn anschweigt. Dann gerät er völlig aus der Fassung. So etwas gehört sich eigentlich nicht für einen Subprior. Geschweige denn für einen Prior. Hast du von einem Ritter in Kingsbridge gehört? Einem Ritter? Oh, ja. Ja. Er lag am Straßenrand, nur eine Meile von der Priorei entfernt. Er muss vom Pferd gefallen sein. Wo ist er jetzt? Er ist tot. Wir haben ihn auf dem Friedhof begraben. Hatte er einen Namen? Hat er noch etwas gesagt? Er konnte nicht sprechen.
aber der Blick in seinen Augen, der sagte mir, dass er Angst hatte. Ich habe seine Hand gehalten. Ich betete mit ihm, während er starb. Hatte der Ritter irgendwas bei sich? Da war ein Brief. Ich habe ihn Prior James gegeben. Remigius wird ihn wohl mit dem Rest von James' Papieren verbrennen. James hat darauf bestanden, dass alle Bücher und Dokumente nach seinem Tod verbrannt werden sollten, außer seiner Bibel. Ich habe schon davon gehört. Ich glaube, das wäre sehr unklug. Manchmal frage ich mich, ob dieser Brief an allem schuld war. Ein paar Tage später ist Prior James im Eis eingebrochen. Genau hier. Philipp, vielleicht habe ich einen Fluch über Kingsbridge gebracht. Wie könnte ein Brief Schaden bringen? Das Wort Gottes bringt Heil. Aber was, wenn der Teufel die Feder führt? Was dann? Der Ritter, der Francis erwähnt hat, hatte einen Brief bei sich. Er ist wahrscheinlich im Raum des Priors. Und wir müssen jetzt verhindern, dass der Herr das Zeug verbrennt. Ich würde gern einen Blick in Prior James' Dokumente werfen. Und wozu das, Bruder Philipp? Nun, unsere kleine Zelle hat dem Mutterhaus viel gespendet. Ich möchte sicher gehen, dass alles richtig verbucht wurde. Dann traust du uns nicht, Philipp. Ist es das? Der Zustand dieser Priorei? Der Zustand dieser Priorei ist Sache des Priors von Kingsbridge. Ich möchte trotzdem gern Prior James' Dokumente einsehen. Sie werden verbrannt. Heute Abend. Das habe ich gehört. Es war Prior James' letzter Wunsch. Ich folge seiner Bitte. Ohne die Kontobücher und Verträge ist der neue Prior verloren. Nach der Wahl werde ich der neue Prior sein. Jetzt bist du es aber noch nicht. Derzeit kann nur eine Kapitelversammlung über diese Dinge entscheiden. Natürlich. Bruder Andrew hat bestimmt Verständnis dafür, dass du James' letzten Wunsch nicht erfüllen willst. Der Sakristan muss eine Kapitelversammlung organisieren, um die Dokumente zu retten. Da gehen wir mal wieder. Danke sehr für die Information. Tschüss. Und da ist auch ein Arsch, ey. So ein Arsch. Na gut. Das ist ja nicht anders. Ein Tempel um. Hey, yo, Andrew. Ja, Philipp. Wir dürfen es nicht zulassen, dass Prior James' Bücher verbrannt werden. Das, Philipp, war Prior James' Wunsch. Die Priorei ist verschuldet. Und ohne die Grund- und Hauptbücher wird sich das nie ändern. Außerdem ist das Wissen in diesen Büchern unersetzlich. Philipp, du triffst in dieser Priorei nicht die Entscheidungen. Sei still! Deine Anmaßung ist unentschuldbar! Wenn du nicht siehst, warum die Priorei diese Bücher braucht, bist du eine schlechte Wahl als Subprior. Ha! Mir geht es einzig und allein um das Wohl von Kingsbridge. Wenn das wahr ist, dann will ich dich nicht daran hindern, deine Argumente vor dem Kapitel vorzubringen. Wenn ich hier fertig bin, werde ich allen Mönchen sagen, sie sollen ins Kapitelhaus kommen. Würde es helfen, wenn ich einigen von ihnen Bescheid gebe? Wenn du meinst, bitte.
Aber ich bestehe darauf, dass der Chor seine Probe beendet. Die Novizen brauchen schon jetzt viel zu lange. Um Prior James' Dokumente zu retten, müssen alle Brüder der Versammlung beiwohnen. Naja, meine Freunde, und das und vieles mehr werden wir in der nächsten Episode tun. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Vielen Dank und schönen Tag. Ciao, tschüss und das war's.